diese ganze Aktion eigentlich eine Alibi-Funktion hat. Tatsachen verdreht, weil die wichtigen Daten werden überhaupt nicht. In der Sache selber hat es bislang überhaupt nichts gebracht. Die Restitutionsfragen tauchten auf, bis es dann aus Anlass eben der Gründung der Flechtheim-Galerie hier auf der heutigen Heinrich-Heine-Allee, die hieß glaube ich früher Alleestraße, die vor 100 Jahren in die erste Galerie Flechtheim gab, im Zuge vielleicht auch von der Gründung von der Galerie Otto Feldheim in Köln und dem Sonderbund. Er hat dann 1913, so wenn ich das richtig einschätze, natürlich einen unglaublich späten Ansatz gemacht. Also als er endlich gründete, war kurz später auch schon der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und das machte es ihm am Anfang sicher sehr schwierig, aber immer wieder kam er nach vorne. Und Ralf Jentsch, der Biograf, hat natürlich die Webseite, die jetzt von den 14 Museen unter Federführung von Frau Bambi aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aufgelegt worden ist, sich einmal genau angesehen. Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um da mal einzusteigen. Also nicht die Biografie vielleicht, sondern gleich in das Aktuelle hinein. Was gibt es zu sagen, Ralf Jentsch, über die Webseite? Also wenn man das auf einen kurzen Nenner bringen will, dann drängt sich einem der Verdacht auf, dass diese ganze Sache, diese ganze Aktion eigentlich eine Alibi-Funktion hat. Denn es werden Tatsachen verdreht, weil die wichtigen Daten werden überhaupt nicht genannt. In der Sache selber hat es bislang überhaupt nichts gebracht, diese Ausstellung, und mit Provenienzforschung hat es also herzlich wenig zu tun. Und was ist die Ursache? Warum macht man sowas dann? Also, ich würde sagen, dass es ist das sozusagen zentral gesteuert von München. Das ist, München ist vor allem durch die Restitutionsgesuche der Flechtheim-Arten nach sechs Beckmann-Gemälden das am meisten betroffene Museum hier in Deutschland. Und die Restitutionsansprüche, die gehen jetzt schon auf 2 Jahre, liegen die zurück. Und die Anwälte und Flechtheim-Erben haben sich mit dem Museum dermaßen zerstritten, dass das Museum offiziell in einem Schreiben mitgeteilt hat, wir reden mit euch gar nicht mehr. Und das kam dann irgendwann auch an die Öffentlichkeit und war eigentlich auch unbefriedigend, weil das keine Lösung ist. Und ich glaube, dass diese zentrale Steuerung von München aus, als ich hier den Namen Flechtheim in der Form wieder in die Öffentlichkeit, ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, hat eigentlich die Maßnahme oder den Grund, um sagen zu können, hier, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt machen wir die Abdeckung wieder zu und bitte lasst uns in Zukunft in Ruhe. Und die Dokumentenlage sieht also ganz, ganz anders aus. Das habe ich also mit meinen Forschungen, mit den Dokumenten, die ich über Jahrzehnte gesammelt habe, auch belegen können. Denn Flechtheim ist schon vor 1933 durch die rechte Presse also wüst attackiert worden. 1933 ging das alles sehr, sehr schnell. Bereits im März 1933 hat sein Angestellter, und es wird auch immer wieder falsch in der Presse genannt, Vöbel war nicht Teilhaber, Vöbel war Angestellter, hat zwar Prokura gehabt, aber gleichzeitig auch nach außen hin sehr mit dem nationalistischen neuen Staat verbunden, in dem er SA-Mitglied war. Vöbel hat bereits im März 1933 die Flechtheim-Galerie hier in Düsseldorf arisiert. Danach gibt es keinen Kontakt mehr zwischen Flechtheim und Vöbel. Es gibt einen Brief von Alex Vöbel von 1934 oder 35, glaube ich, wo an einen Bekannten schreibt, hast du eigentlich mal was von Flechtheim gehört, das soll doch sich irgendwo in der Schweiz umtreiben, und das war's dann.
Die hatten auch keine geschäftlichen Abrechnungen mehr, keine Kontakte und deswegen war die Restitution des Kokoschka-Gemäldes Attila Dorieu im Museum Ludwig meines Erachtens vollkommen rechtens. Und auch diese Teilrestitution des Löwenbändigers, die bereits 1934 die Provenienz, und da kommen wir dann auch auf Gurlitt, die Provenienz Hildebrand Gurlitt trägt, hätte eigentlich meines Erachtens zu 100% erfolgen müssen, weil auch dieses Bild eindeutig Flechtheim Privatsammlung war und 33 noch in seinem Besitz. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei der Attila Dorieu wissen wir das, Vöhnl hat es 34 an Hauprecht verkauft, bei dem Löwenbändiger wissen wir das nicht. Da gibt es aber nur zwei Möglichkeiten, dass dieses Bild entweder in Düsseldorf lag, in der Galerie in der Königsallee, oder in Vöhnl das verkauft hat, oder es war in den Berliner Beständen am Lützerufer. Und auch die Berliner Galerie war bereits August 1933 durch einen Wirtschaftsprüfer beschlagnahmt. Flechtheim hatte ab da keinen Zugang zu seinen Konten mehr ab August 1933 und keinen Zugang zu den Galeriebeständen, weder in Düsseldorf noch in Berlin. Und das sind Dinge, die also hier in der Website also überhaupt nicht zum Tragen kommen. Und dann habe ich gerade über eine Sache im Tür. Ich muss gerade wirklich den Originaltext raussuchen. Und das ist wirklich, also nicht das haben dann die ganzen Museen sozusagen ungeprüft abgedruckt, was zentral in München entworfen wurde. Und da heißt es zum Beispiel in einem Text, der Rubrik Handel, wie er seine Galerie geschäftlich genau betrieb, bleibt allerdings weitgehend im Dunkeln. Nicht, das ist also eine bodenlose Unverschämtheit, so etwas zu sagen. Der ist auf der Webseite? Auf der Webseite. Okay. Also auf der Webseite der Museen. Nicht? Das ist also sozusagen für München vorgegeben worden und die ganzen 14 anderen Museen haben das also auch kritiklos übernommen. Und allein der Sprachgebrauch, dass jemand seine Geschäfte im Dunkeln betreibt, ist tendenziös. Und hier wird meines Erachtens wirklich das antisemitische Vorurteil, dass Juden dunkle Geschäfte machen, bestärkt. Im Dunkeln ist gut munkeln. Dabei gibt es keine Galerie aus den 20er und bis in die Anfang 30er Jahre hinein, die eine so große Publizität genoss wie Alfred Flechtheim. Er hat über 100 Ausstellungen gemacht. Die Ausstellungen sind durch Kataloge begleitet worden. Er hat Zeitschriften herausgegeben. Er hat Jahrbücher herausgegeben. Und es gibt einen umfangreichen Briefwechsel, wo ich sicher bin, dass also die Flechtheim-Forschung in München diese Dokumente gar nicht haben. Aber ich habe die Teile davon in meinem Archiv, aus denen mit Listen, mit Preisen, mit Abmachungen, mit Verträgen, das ist alles bekannt. Also hier zu sagen, nicht das sozusagen in die Ecke zu schieben, nicht des Juden, der eben dunkle Geschäfte macht, ist bodenlos. Und wie kommt das, dass das so unwidersprochen von so vielen Museen, da sind ja Fachleute auch, die ja ein bisschen mehr wissen müssen. Wie kommt das? Ich vermute, die haben das gar nicht richtig angeguckt und einfach übernommen und sozusagen zentral gesteuert aus München und dann macht man das eben. Ich bin sicher, dass die meisten es gar nicht gelesen haben. Aber das ist jetzt international abgedruckt, überall wird darüber geschrieben, das ist so erschreckend. Ja, damit ist zumindest deswegen auch die Behauptung von mir, und ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, die Strategie, die in München angelegt worden ist, schon mal ihr Erfolg. Wobei da ja Museen mitmachen wie Bonn, die ja mit den Flechtheim-Erben zusammen zum Konsens gekommen sind bei dem Seehausgemälde. Ne? Also das sind unterschiedliche Häuser, Schrenk in München, der sich gegen jede Restitution wendet und dann zum Beispiel die Bonner Museum, die ja mit den Erben sozusagen zu einer Lösung gekommen sind. Das ist richtig, ja. Trotzdem sind die halt dabei. Also das, deswegen ist das noch erstaunlicher eigentlich. Wer ist denn diese Münchner Zentrale? Ich verstehe das nicht ganz. Ist das der Kultusminister oder der Ministerpräsident? Ich bin da über die Struktur.
Architektur nicht genau unterrichtet, aber was sich so in München abspielt, aber das hat ja halt irgendwo auch Tradition, was in bestimmten Gremien passiert. Aber eines ist, es ist die Provenienzforscherin, Andrea Bambi heißt die, in der Pinakothek der Moderne. Und die also konfrontiert wurde mit diesem Restitutionsanspruch, da geht es um 6 Beckmann-Gemälde. Und interessanterweise, nicht als auch Stefan von Wiese, der einen Briefwechsel veröffentlicht hat, jetzt gerade zwischen Max Beckmann und J.B. Neumann, auch in diesen Briefen wird sogar von Beckmann bestätigt, dass diese Bilder Eigentum von Flechtheim sind. Nicht? Und solche Dinge werden einfach ausgeblendet und überhaupt nicht zitiert und nicht darauf eingegangen. Also was wäre dann die Folge? Dann müsste der Staatsanwalt doch auch hingehen und das beschlagnahmen und dann erstmal aufschreiben, ja, was ja gerade jetzt passiert ist, bei Gurlitt passiert ist. Ja, ob das alles so rechtens war, was mit diesem armen Cornelius Gurlitt passiert ist. Das ist eine andere Frage. Also wenn der Staatsanwalt auf der einen Seite so handelt, könnte er da in dem Fall ja auch verhandeln. Also mit dem Augsburger Staatsanwalt. Die sind immer vorbei, dann ist ja dieses Washingtoner Abkommen und dann 99 nochmal, also wo man gesagt hat, es gibt eine moralische Verpflichtung, deswegen gibt man ja überhaupt diese ganzen Geschichten zurück. Es gibt eine moralische Verpflichtung, eben keine rechtliche Verpflichtung, das an diese jüdischen, diese Raubkunst an jüdische Eigentümer zurückzugeben. Und das ist das Problem, dass das eben auslegbar ist auf der einen Seite, dass man vielleicht auch bestimmte Fakten nicht will, dass man immer sagt, die Gegenseite muss Beweise erbringen, was natürlich hanebüchen ist, weil die wollen ihr Leben retten, die Listen sind ja teilweise auch alle weg und es gibt ja eben Beweise, man muss sie nur suchen. Und da gibt es ja ganz viele Fälle, die ähnlich sind. Und nach der Öffnung, nach der Wende, sind ja eben viele russische Dokumente noch hinzugekommen. Und dadurch kamen diese ganzen Abkommen ja auch überhaupt zustande, weil man dann nochmal neues Material auch gefunden hat. Also ich glaube, es sind ja zwei Dinge. Das eine ist also diese Washingtoner Konferenz, die Aussage, auf der man sich geeinigt hat, es ist unterschrieben, also auch von der Bundesrepublik, dass Moral vor Recht geht. Darüber herrscht eigentlich auch Konsens. Und das andere ist, dass einfach ein Kunsthistoriker Provenienzforschung machen sollte. Und dazu gehört eben auch eine Anerkennung von Dokumenten, ob die einem lieb sind oder liegen oder nicht. Nicht, und ich finde das irgendwo auch empörend, wie in dem Fall Gurlitt seit fast beinahe 2 Jahren von der Forschungsstelle für entartete Kunst in Berlin mit einem solchen Konvolut Kunst umgegangen wird, wie sowas geheim gehalten wird. Nicht, das sind, nicht, dann sagt diese Kunsthistorikerin in Berlin, spricht in der Pressekonferenz von Glücksgefühlen. Ja. Nicht, und ich habe heute auch gelesen, das Interview, oder war es gestern, und das fühle ich, das hat man ihr das Wort im Munde umgedreht. Natürlich war sie nicht glücklich, finde ich da nicht, aber natürlich war sie nicht glücklich darüber, dass das Raubkunst war oder dass das enteignete Kunst war, sondern sie war glücklich darüber, dass diese Sammlung überhaupt noch nicht verstreut ist, sondern hier entdeckt worden. Ja, bitte schön, das kann man nicht 2 Jahre lang unter Verschluss halten. Nein, aber das war wahrscheinlich nicht. Das ist gut. Aber sie ist zitiert worden, das würde ich gerne sagen. Ja, das würde ich sagen. Aber ich glaube, sie war nicht glücklich. In Anführungszeichen, das haben die verschiedenen Zeitungen gemacht. Ja. Also sie spricht von Glücksgefühl. Und das ist überhaupt, dass sie es gefunden hat. Das finde ich zynisch in einem Zusammenhang, überhaupt von so etwas zu sprechen. Das sind Kunstwerke, die hat man Menschen weggenommen, die sind entrechtet worden und hat Menschen umgebracht und hat jetzt diese Dinge gefunden, dass sie das sofort veröffentlicht werden müssen. Ja, man kann auch glücklich sein darüber, dass die Diskussion jetzt anfängt. Nein, ohne dass man das gefunden hätte, hätten wir diese Diskussion gar nicht. Da bin ich überhaupt nicht glücklich. Das ist eine Frage des Zeitraums. Und ich glaube, dass hier eine ganz große Chance vertan wird. Was ich als sehr unglücklich empfinde, ist, dass man diesen armen Cornelius Gurlitt also auch noch kriminalisiert. Ich glaube, der ist genug gestraft durch seine Vergangenheit. Der weiß seit Jahrzehnten, dass ein Teil seines Besitzes legal ist, ein Teil ist illegal. Mit diesem schlechten Gewissen hat er Jahrzehnte leben müssen. Aber man hätte es damals, als die Dinge gefunden wurden,
Und auch da liegt ein großer Zeitraum zwischen der Beschlagnahme des Geldes oder Bekanntwerden und die Durchsuchung der Wohnung. Dann hat man das Haus in Salzburg überhaupt noch nicht durchsucht. Ich bin sicher, es gibt noch weitere Depots. Ich hätte damals sofort... Ach so. Sie sind sicher, dass es noch weitere Depots gibt? Das sagen Sie so locker. Ich vermute das. Ich vermute das. Man weiß zumindest, die Wohnung der Mutter, die ja schon von einiger Zeit gestorben ist, die existiert auch. Und da hängen auch Bilder an der Wand. Und der Löwenbändiger ist nicht in der Wohnung von Cornelius Gornick übergeben worden, sondern die Vertreterin von Lempertz hat diesen Löwenbändiger in der Wohnung der Mutter übernommen und hat berichtet, dass da auch Bilder an der Wand hängen. Und dann gibt es doch weitere Verwandte doch. Und dann gibt es noch diesen Verwandten aus Kornwestheim, der vor lauter Angst gleich die Polizei rief. 24 Bilder. Und hat gesagt, hier, nimm es mit. auf wie viele Bilder kannst du denn diese Gornick-Sammlung schätzen? Nein, man darf eines nicht vergessen. Also ich habe Dokumente, Kopien von Originaldokumenten, aus denen hervorgeht, dass Gornick allein aus dem Bestand der entarteten Kunst legal. Nicht das, der Verbrecher war der deutsche Staat, der Staat damals, über 4000 Kunstwerke erworben hat. Was wir jetzt gefunden haben, also was jetzt bestätigt worden ist durch Zahlen, sind es etwa 380. Da muss man sich fragen, wo sind denn die anderen 3600, wo hat denn die hinverkauft? Ein Teil ist bekannt. Aber was das große Versäumnis, und das zeigt auch, das fängt eben jetzt nicht erst vor zwei Jahren an, das große Versäumnis überhaupt im Zusammenhang mit der entarteten Kunst oder mit dem Unrecht, das damals sanktioniert wurde, der deutsche Staat hat 38 der rückwirkend dieses Gesetz erlassen, das fängt bereits nach 1945 an. Kein Mensch, kein Museum hat sich um entartete Kunst gekümmert. Dann hat Rabe noch ein Buch geschrieben, eigentlich er, der und auch da glaube ich berechtigte Kritik anbringen zu können. Rabe war kommissarischer Leiter der Nationalgalerie von dann Anfang der 30er Jahre bis 45. Dann irgendwann mal gefragt, warum er so lange dieses Amt gemacht hat. Nicht? Dann gibt es dann eine Antwort, ja, um das Schlimmste zu verhindern. Nee, und die Wirklichkeit ist eben, er hat das Schlimmste zugelassen. Nicht, das muss man sagen. Und es ist in den ganzen Nachkriegsjahren, ist also was die Aufarbeitung der entarteten Kunst anbelangt, dieses große Unrecht, was an der Kunst, den Künstlern und den Besitzern angerichtet wurde, ist erst in den letzten Jahren hat man angefangen, das wieder gut zu machen. Versuche, und das ist das nächste Unding, was hier in unserer Republik passiert, dass es diese Forschungsstelle entartete Kunst gibt. Die gibt es erst seit ein paar Jahren an der FU in Berlin. Die wird finanziert nicht vom Staat, sondern die wird finanziert von den Erben eines der Kunsthändler, der die entartete Kunst verkauft hat. Einer von drei weiteren, der alles unter Verschluss gehalten hat und der nach dem Krieg Millionen verdient hat und wo die Erben aus welchen Gründen auch immer versuchen, sei es schlechtes Gewissen oder den Namen reinzuwaschen, es steht mir keine Beurteilung zu, ich kann das nicht machen. Hier diese Stiftung, so eine Forschungsstelle zu unterstützen. Der Staat hätte das schon in den 50er Jahren machen sollen. Nichts ist passiert. Und?